Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt hier die zwei Junioren-Bundestrainer von Deutschland sitzen. Zum einen Katharina Berg, zum anderen den Jan Wolf. Und ja, wir wollen einfach mal gleich starten. Ihr habt euch ja auch die Wettkämpfe die letzten zwei Tage über sehr intensiv angeschaut. Was ist denn euer Zwischenfazit vom AGI 2017? Ja, also wir sind eigentlich recht zufrieden. Wir sind am Anfang der Saison, kann man natürlich noch nicht gleich maximale Ergebnisse von allen erwarten. Wir hatten zwei Trainingslager, eins hier in Geising, eins zum Dreipistenwettkampf. Also wir sind mit unseren Kadern, die wir haben, in guter Hoffnung für die Wettkämpfe, für die weitere Saison und natürlich für die Höhepunkte zur Junioren-Europameisterschaft, Kadetten, unserer Kadetten-Challenge und zur Junioren-Weltmeisterschaft. Jan. Ja, ist natürlich ein Wahnsinnsniveau hier. Und da ist schon stark zu sehen, wenn da auch mal deutsche Läufer mit vorn reinlaufen können. Da sind wir, wie die Katja schon sagte, sehr zufrieden, dass das mitunter gelingt. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Saison noch sehr jung ist und dass da natürlich noch was geht. Ja, im Drive gab es ja jetzt eine kleine Umstellung. Der Rainer Keppeler ist auf die Irmelin Otten gefolgt. Und das ist ja normal immer so die Phase, wo man sich was wünschen kann. Und was wäre denn euer größter Wunsch als Bundestrainer? Was muss sich ändern, um noch erfolgreicher arbeiten zu können? Katja. Ja, wir hatten ja schon im Vorfeld eine gemeinsame Sitzung, wo wir viele gute Ideen haben, was wir ändern wollen, was neu werden soll. Und ich denke, da hat der Rainer ja schon ausführlich dazu Stellung bezogen. Und ich denke, das sind so viele Dinge, da will ich eigentlich nichts herausheben. Und ich hoffe mal für die nächsten Jahre, dass wir mit dem Rainer einen sehr, sehr guten Vorsitzenden haben, wo wir viel erreichen können im Drive. Jan? Ja, ich denke, die Kommunikation ist ganz wichtig und das hat sich mit dem Rainer sehr gut angelassen, dass ein reger Austausch besteht und von vielen Seiten Ideen reinkommen. Und dann müssen wir eben schauen, was umgesetzt werden kann und wo die Reise hingeht. Katja, du bist ja jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Jahre dabei. Wie hat sich denn der Inlinesport über die Jahre verändert? Gibt es da irgendwas Signifikantes, was du jetzt sagen würdest, was ganz anders ist als in den ersten Jahren? Es hat sich schon sehr viel verändert. Allein durch das Material ist halt die Geschwindigkeit ganz anders geworden. So grundlegende Dinge sind gleich geblieben. Von der Taktik her gibt es natürlich durch die höheren Geschwindigkeiten, durch Veränderungen im Reglement gibt es halt schon immer einige Neuigkeiten. Und der Sport lebt mit der Veränderung und dadurch wird es weiter interessant. Wir werden noch schneller, wir sind in allen Erdteilen verbunden. Also ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir olympisch werden. Ja, du sprichst es an, mehr oder weniger. Jetzt sind wir ja wirklich kurz davor mit der Junioren-Olympiade oder mit der Teilnahme bei der Junioren-Olympiade haben wir jetzt schon mal einen ganz, ganz wichtigen Schritt für den Sport gemacht. Was kann Deutschland tun, um dort einen Sportler oder zwei Sportler hinzuschicken? Ja, wir werden weiter so trainieren wie bisher. Wir werden das Training noch intensivieren. Wir werden uns im Trainerstab gemeinsam mit den aktiven Trainern überlegen, was wir dafür tun wollen. Aber ich denke, wir haben gute Grundlagen gelegt in den letzten Jahren. Wir haben Talente und die gilt es jetzt darauf vorzubereiten, dass wir es schaffen, dort Starter bei den Young Olympic Games dabei zu haben. Kannst du dem nur anschließen? Ich kann mich dem nur anschließen, ja. Gut, dann wünsche ich euch beiden natürlich viel, viel Glück, dass alles gut wird und dass wir nächstes Jahr ein oder zwei Starter in Argentinien sehen werden. Herzlichen Dank für das Gespräch.